Die Inflation geht in den USA immer weiter nach unten, also schreien die Aktienmärkte Pivot, wir wollen die Wende der Fed sehen, wir steigen, denn diese Wende, die ist sehr, sehr nahe. Aber irgendwas passt da nicht zusammen und es ist ja so, dass die Inflation seit 4 Monaten in Folge in den USA rückläufig ist, zuletzt 7,8% nur statt mindestens 8 erwartet, die Märkte dann mit einer saftigen Rallye. Dennoch, der Trend geht ganz klar nach unten. Wir haben 4 Monate in Folge fallende Inflationsraten zum Vormonat. Und dennoch hören wir solche Texte etwa wie gestern von James Bullard, der sagt, ja, also die Zinsen müssen in eine Spanne zwischen 5-7% angehoben werden, um wirklich restriktiv zu sein. Also die Inflationsdynamik geht nach unten, aber die Zinsen müssen jetzt angeblich höher steigen, als man vorher erwartet hat. Das war das, was Powell auf der letzten FED-Sitzung bei seiner Pressekonferenz gesagt hat. Als die Märkte ja zunächst mal deutlich gestiegen waren, im Statement der FED war die Rede von kleineren Zinsschritten, die Märkte, hurra, alles geht nach oben, top. Und dann kam Powell und hat gesagt, ja, aber die Zinsen müssen wohl höher steigen, als wir vorher erwartet hatten. Warum eigentlich? Spricht doch nichts dafür, wenn die Inflationsdynamik bereits nachlässt und deutlich nach unten geht. Und das sehen wir in so vielen Indikatoren, in so vielen Konjunkturdaten, dass diese Inflationsdynamik bereits längst gebrochen ist. Also steht die Vermutung im Raum, dass es möglicherweise der Fed gar nicht mehr um die Inflation geht, denn man wird natürlich wissen, dass diese Inflationsdynamik bereits gebrochen ist, sondern es geht um etwas anderes. Es geht möglicherweise darum, die Realwirtschaft oder genauer gesagt die Finanzmärkte, die sich von der Realwirtschaft total entkoppelt haben, wieder näher an die Realwirtschaft zu bringen und damit die Exzesse, die die Fed ja selber ausgelöst hat, in Reaktion etwa auf die Corona-Krise wieder ein bisschen einzufangen. Und genau das versucht man, und dass jetzt die Spitze des Eisbergs sichtbar wird, dieser Blasenbildungen, nämlich der Crash bei den Kryptos, das spricht dafür, dass es hier eigentlich um etwas anderes geht, dass es eben darum geht, diese Animal Spirits, wie die Amerikaner sagen, diese tierischen Instinkte, dass die Leute glauben, irgendwie jeder Honk kann reich werden, weil er eben in da ein investiert in Aktien, bestimmte Aktien, die kein Geschäfts-, deren Unternehmen keine Geschäftsmodelle haben, oder in irgendwelche Tokens, die im Prinzip heiße Luft sind. Genau das ist jetzt das, was wahrscheinlich beendet ist, und das müssen die Aktienmärkte wahrscheinlich noch realisieren, dass dem so ist, nämlich dass es der Fed gar nicht nur um die Inflation geht, sondern über ein ganz übergeordnetes Konzept, die Kluft zwischen Realwirtschaft und Finanzmärkten eben zu verringern. Die Bullen sagen, ja, also hier ist es doch so, die Inflation, die ist doch, die rollt schon über, also die geht nach unten. Völlig richtig, aber dennoch wird die Fed, und das hat sie doch jetzt mehrfach klar gemacht, wird sie nicht innehalten und sagen, ja, dann lassen wir uns mal so ein bisschen sofort abbremsen und senken die Zinsen. Immer wieder wird gesagt, wir heben die Zinsen an und lassen sie dann auch. Man will sie erstmal nicht runternehmen. Man will also praktisch eine dauerhaft restriktive Geldpolitik machen, und das kann und wird nicht gut sein für die Aktienmärkte, die nach wie vor ja in den USA, weniger in Deutschland, aber in den USA extrem hoch bewertet sind, angesichts einer praktisch 100%igen Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Das zeigen uns die invertierten Zinskurven. Die Fed weiß auch, dass wir vor einer Rezession stehen, und Jerome Powell ist der erste Notenbankchef seit Paul Volcker in den 70er Jahren, der in eine invertierte Zinskurve die Zinsen anhebt, um die Inflation zu bekämpfen. Und wie bei Paul Volcker, den er ja praktisch immer wieder zitiert in letzter Zeit, Keeping at It, dieses Buch von Paul Volcker, das übrigens auch sehr lesenswert ist, das ist die eigentliche Intention der Fed. Und deswegen bin ich übergeordnet nach wie vor der Überzeugung, dass wir tiefere Tiefs bei den Aktienmärkten sehen, weil dieser Erkenntnisprozess noch nicht angekommen ist, weil es eben so ist, dass die Fed hier möglicherweise overtightend etwas kaputt geht und erst dann wieder so ein bisschen die Daumenschrauben lockerer ziehen wird. Das ist das, was aus meiner Sicht die wahrscheinliche Entwicklung an den Finanzmärkten sein wird. Wir haben heute Collins, die Chicago Fed-Chefin, Nachfolgerin von Rosengreen, der so ein bisschen wegen dahertraden und neben Kaplan zurückgetreten ist oder wurde. Jedenfalls hat sie gesagt, ich sehe überhaupt keine Anzeichen, dass
just inflation is decreasing. Echt? Alle anderen 99,99% der Leute sehen das aber schon, dass diese Inflation decreasing ist. Also das zeigt so ein bisschen, man redet jetzt die Inflation hoch, weil das praktisch das Argument ist, um weiter die Daumenschrauben an, praktisch andrücken zu können. Sie sagt auch, ja, mal gucken, ob wir 50 oder 75 Basispunkte machen. Also sie bringt diese 75 Basispunkte wieder ins Spiel, obwohl die Fed Fund Futures eine überragende Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass es diesmal nur 50 Basispunkte maximal sein werden. Und das angesichts klarer Anzeichen einer kommenden Rezession. Wir haben heute die Leading Indicators bekommen, die wieder mal gefallen sind. Minus 2,7% zum Vorjahr. Das ist jetzt eine ganze Serie, nämlich 8 Monate in Folge sind die Leading Indicators negativ. Jedes Mal, wenn das der Fall war, dann war eine Rezession nicht weit oder wir waren sogar schon drin. Jetzt sagt das Conference Board, dass diese Zahlen ermittelt sagt, vielleicht sind wir schon in einer Rezession. Schauen Sie sich mal die Immobiliendaten an aus den USA heute. Die Verkäufe bestehender Häuser. 32% gefallen allein im Oktober, 5,9%. Das ist im Grunde seit Februar geht es da nur bergab. The housing bubble has popped. Wir sehen also, dass die Hausmarktblase in den USA bereits geplatzt ist und alle Dinge nach unten weisen. Aber die Fed sagt, wir haben festgestellt, dass wir die Zinsen doch höher anheben müssen, als wir vorher gedacht haben. Warum? Das macht doch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist ein vorgeschobenes Argument, das in irgendeiner Form einem anderen Zweck dient. Hier sehen wir etwa mal Lieferkettenprobleme, hier Wartezeiten bei Lieferketten, da gab es Daten von der Kansas City Fed, das ist im freien Kollaps, also diese Lieferkettenengpässe, das war ja das ganz große Thema, das ja die Inflation mit so nach oben getrieben hat, ist überhaupt kein Thema mehr. Alan Dettmeister, der jetzt bei UBS ist, aber vorher bei der Fed eben für die Research in Sachen Löhne und Preise zuständig war, also ein Insider innerhalb der Fed, der sagt also, die PCE-Inflation, die wird fallen und Ende nächstes Jahr praktisch bei dem Ziel der Fed sein, nämlich bei 2%. Also ein Researcher der Fed, der jetzt bei einer Privatbank arbeitet, der sagt, also die Inflation wird Ende nächsten Jahres schon beim Ziel der Fed sein. Aber Paul erzählt uns, wir müssen die Zinsen aber weiter anheben. Ballard erzählt uns das. Andere Fed-Mitglieder erzählen uns, oha, die Inflation, ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die nach unten geht. Da stimmt etwas nicht, das passt nicht zusammen. Dementsprechend sollte man darüber mal nachdenken. Hier sehen wir auch zum Beispiel Frachtraten bei Containerships, Los Angeles, Shanghai, Shanghai, Los Angeles, Booms geht nach unten, 80% gefallen, wo man auch immer hinguckt, Shanghai, Los Angeles oder eben New York, Rotterdam, Rotterdam, New York, Rotterdam, Shanghai und so weiter, überall stürzen die Raten ab, auch das war ja ein großer Inflationstreiber etc. etc. Also das ist nach meiner Auffassung das Setup, mit dem wir es zu tun haben, selbst wenn die Inflation nach unten kommt und wir bekommen ja Anfang Dezember dann die neuen Inflationsdaten, dann würde, wenn die Märkte wieder jubeln, dann würde die Fed irgendwie sagen, ja, aber wir müssen trotzdem die Zinsen dauerhaft anheben, denn wir haben in den 1970er Jahren gesehen, dass die Inflation dann wieder nach oben gegangen ist, wenn wir zu früh praktisch die Zinsen wieder senken, wie das in den 70er Jahren der Fall war, obwohl in den 70er Jahren ja eine Sondersituation war, eben 79 durch die iranische Revolution und dann praktisch der neuen Ölkrise 2.0, die damals dann aufgetreten ist, nach der ersten Ölkrise 73, 74. Jedenfalls sehen wir hier, Bullish Percentage Index dreht schon ein bisschen. Ich glaube, dass das eben die Aktienmärkte noch nicht so richtig kapiert haben, dass es gar nicht mehr um Inflation geht. Und die Bullen argumentieren, ja siehst du, die Inflation kommt runter. Und damit haben sie recht. Aber das ist gar nicht der Punkt, um den es offenkundig geht, sondern es ist eben der Versuch, diese Animal Spirits, diese Instinkte, die praktisch davon ausgehen, dass man am Aktienmarkt reich werden kann und muss. Und wenn wir uns eigentlich mal in Erinnerung rufen, was ist eigentlich der Aktienmarkt ursprünglich? Ursprünglich sollten Unternehmen die Möglichkeit haben, dort Geld aufzunehmen, um zu investieren und damit Wirtschaftswachstum zu schaffen. Inzwischen ist das ja sozusagen so ein Selbstbereicherungsmechanismus geworden, wo Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, die dann teilweise an die Mitarbeiter verteilen und. Und so, denke ich, hat die Bank of America und Michael Hartnett hier durchaus einen Punkt, wenn sie sagt, die Bärenmarkt-Rallye läuft aus.
Denn bisher haben wir 8 Versuche gehabt, in diesem Jahr an den 200-Tages-Durchschnitt beim S&P 500 zu kommen. Und man ist nie drüber gekommen, auch jetzt, bis wir nicht bei dieser Rallye, die wir gesehen haben. Und man erwartet also in der ersten Hälfte vor allem günstiges Umfeld für Anleihen und erst in der zweiten Hälfte 2023 dann bessere Zeiten eben für die Aktienmärkte. Und hier sehen wir mal die 3 Phasen des Bärenmarktes von Bob Farrell. Und da ist eigentlich alles noch Suche in Sachen Bärenmarkt. Das ist alles noch völlig in dieser Analogie eines Bärenmarktes, auch völlig in der Analogie. Lance Roberts zeigt das und sagt, eigentlich hasse ich diese Vergleiche, aber es ist eben so, dass es bisher noch analog ist. Hier sehen wir, da müsste jetzt bald was nach unten kommen, relativ zeitnah nach unten kommen. Keine Ahnung, was der Trigger sein kann, ob das passiert oder warum es passiert, wenn es denn passiert, aber wir sehen hier massive Absicherungspositionen oder was auch immer das ist. Wir sehen hier Put-Call-Ratio extrem hoch. Auf der anderen Seite SKU ganz nach unten. Das widerspricht sich ein bisschen. SKU sind oder ist praktisch ein Maß für Risiko im Markt. Bei Optionen außerhalb des Geldes, beim VIX ist es im Geld. Bisschen was kompliziert, aber wir sehen oben auf jeden Fall massives Volumen, was den Optionsbereich betrifft. Das geht immer weiter nach oben. Da wird immer mehr gezockt, immer mehr gehebelt auch gezockt. Und wenn wir uns solches, dieses Put-Call-Ratio, was ja extrem hoch ist, wie seit Jahrzehnten nicht mehr mal anschauen, in der Vergangenheit, dann sehen wir 2 richtig fette Rallyes, die danach entstanden sind, oder 2 richtig fette Abverkäufe, also die Chance 50-50, wenn man so will, wenn man das als Indikator nimmt, was hier weiter passiert. Heute ja der kleine Verfall, wenn man so will, mit 2,1 Billionen, um die es hier geht. Und auch beim VIX sehen wir eine ähnliche Struktur wie 2008 und dann ging es nach oben. Also das wird eine spannende Zeit in nächster Zeit. Aber wir sehen eben vor allem diese Entwicklungen am Kryptomarkt, die ja schon sehr, sehr sprechend sind. Etwa FTX, eine Firma, die mit 32 Milliarden Dollar bewertet war, die hatten nie ein einziges Board-Meeting. Da waren viele der Angestellten fake, die gab es gar nicht, die wurden erfunden und so weiter. Und so fort, der Fraud ist größer als bei Enron und das sagt ja schon einiges. Enron damals ja eine riesige Firma, die dann praktisch kollabiert ist. Neil Kashkari von der Fettsucht, ja, also das ist weitgehend eine Sache von Spekulation und Greater Fools. Also der sagt, das ist alles Bullshit und das dürfte ja für die meisten Kryptobereiche gelten. Jetzt, ich sag mal, außer von Bitcoin, Ethereum ist da ja auch viel Schrott. Wir sehen, aber es zeigt eben diese Animal Spirits, die da der Fall war. Wir sehen, dass hier vor allem ausländische Zentralbanken immer mehr US-Staatsanleihen abstoßen. Das dürfte einer der Gründe der Renditeanstiege gewesen sein, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Das sind hier Daten aus Ende September. Das ist also schon ein bisschen veraltet, aber es sind die neuesten Daten, die man kriegen kann, die jetzt veröffentlicht wurden. Vor allem Japan hat abgestoßen, China hat abgestoßen. Japan, weil sie den Yen stützen müssen. Sie verkaufen amerikanische Staatsanleihen, generieren dadurch Dollars, kaufen dafür Yen, um den Kollaps des Yen zu vermeiden. Und auch die US Treasury Holdings Chinas gehen deutlich zurück. Und Kylie Bass sagt, ja, die haben zu wenig Dollars und das ist wahrscheinlich der Fall. China hat Dollarmangel, das ist die Erklärung für viele, viele Prozesse in den Finanzmärkten. Wer hat Dollars, wer hat keine Dollars? So absurd es klingt, trotz der Dollarschwemme, die Fed hier in Kraft gesetzt hat. Wir haben heute interessante Aussagen, Inflation ist far too high von der Madame Lagarde, gell, sie ist ja ganz erfreulich, das sehen wir da, gell, schauen Sie mal, wie brav die da, mei, er ganz Liebe, gell. Und the risk of recession has increased, gell, aber wir werden die Zinsen trotzdem weiter anheben müssen, weil es die Amerikaner auch machen, Subtext. Also sie kommt aus der Nummer eben nicht raus. Und wenn wir uns abschließend nochmal anschauen, wie ist eigentlich die Performance beim DAX jetzt einmal? Da muss man sagen, auf Euro-Basis hat er jetzt eine bessere Rendite gemacht als der S&P 500, aber natürlich nur, weil die Dividenden mit eingerechnet werden beim DAX. Aber insgesamt seit Jahresbeginn Gold noch am besten vor Silber, vor japanischen Aktien, vor US-Staatsanleihen, vor deutschen Aktien, vor amerikanischen Aktien, vor Bundesanleihen, vor chinesischen Aktien und vor Bitcoin. Minus 62% und Steigerungen zumindest, was am besten läuft derzeit, ist der Strompreis für die Konsumenten. Da sagt der Hannes Zipfel, also 30% Anstieg im August 2022. Jetzt geht es bei ihm im Januar
Und 23 auch nochmal nach oben um 15%. Ich habe heute auch Post von meinem Energieversorger bekommen, habe es noch nicht aufgemacht, gell, weil ich wollte da mal locker in dieses Video gehen, bevor ich dann richtig aggressiv werde. Jedenfalls, das ist natürlich kein Stromproblem, das wir haben. Es wird halt nur teurer, gell? Und manche können sich das halt nicht leisten, aber das ist deren Problem, nicht das Problem vom Strom. Das muss man ja auch einmal klar sagen. Deswegen hat der Habeck da natürlich total recht. Ne? Das ist ja gar keine Frage. So, abschließend, meine Damen und Herren. Wenn Sie wissen wollen, wie solche Blasen sich aufblasen, dann kann ich Ihnen nur dieses Video mit einem dementsprechenden Artikel empfehlen. FTX, diese Kryptobörse, die plattgegangen ist, Sam Bankman-Fried, die Chronologie eines Desasters, herrlich zu gucken, was da abgegangen ist, großartig, und Gasmangel im nächsten Winter höchst unwahrscheinlich, wenn das Wetter mitspielt. Gell? Derzeit ist es ein bisschen kalt, aber es wird bestimmt wieder 20 Grad nächste Woche, wie ich das gehe, wegen dem Klimawandel, weil wir jetzt halt in der Vergangenheit zu viel CO2, Sie wissen. Dementsprechend auch eine interessante Perspektive hier durch den Gasverband, der sagt, also das könnte eigentlich klappen. Schauen wir mal, ob es wirklich klappt. Durch diesen Winter scheinen wir wirklich zu kommen, aber dann bin ich mal gespannt, wie die Geschichte aussieht. Also zwei Artikelempfehlungen, FTX und dieser. Und jetzt empfehle ich mich, wünsche ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Servus, ciao.